Herzlich willkommen zu Let's Talk About Planet. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hier ist wieder der Anne Waterfrank und mit dabei der Campi, hallo. Und heute zu Gast haben wir den Toro Gas. Er ist der Chef vom Bierstübchen. Hallo Toro. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja. Ja. Toro, schön, dass du da bist. Heute lass mal ein bisschen quatschen über Fishing Planet, was so alles neu ist. Du hast die Beta jetzt ja auch schon angefangen, bist zwar noch nicht hochgeboostet auf 40, bist noch 7, aber du angelst ja eh ganz anders wie die meisten. Erzähl doch mal so ein bisschen. Ja, Boah, wie bin ich zu Fishing Planet gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. ich dachte mir am Anfang, als ich es gesehen habe, Gott, Angelsimulator, was soll das sein und so weiter. Kann ja nur langweilig sein, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr positiv überrascht worden. Macht echt Spaß. Vor allen Dingen auch die Vielfalt, was man hier hat an Equipment und Ausrüstung und sagen wir mal, auch die Simulation ist genial. Aber ausschlaggebend ist halt für mich auch die Community gewesen. Ja. Das muss ich so auch mal sagen. Ja, einfach nette Leute da, die einem auch helfen oder die Arme greifen. Weil wie gesagt, vom Angeln hatte ich ja null Ahnung, bis auf PC-Spiel. Mhm. Und ja gut, wen habe ich denn da eigentlich als allererstes getroffen? Gleich dich, Gerd Hampi. Richtig. Und hat mir dann halt wirklich Tipps gegeben, wie, wo, was und welcher Haken und welcher Köder. Ja, so bin ich dazugekommen zu Fishing Planet und zum Angeln. Mudwater River waren wir immer, ne? Und Welse geangelt. Richtig, genau. Stundenlang haben wir auch nicht viel geredet, was sehr entspannt war und so. Ja, ich muss auch sagen, also was die Community angeht, ja, ist wirklich eine sehr angenehme Community, die hier auch so Fishing Planet spielt und auch gerade jetzt so bei uns im Bierstübchen die ganzen Leute, die jetzt auch schon länger dabei sind und ja, ist halt einfach angenehm so, ne? Also ein entspanntes Spiel ist jetzt kein stressiges Spiel, wo man jetzt 10.000 Kommandos geben muss oder sowas, ne? Sondern jeder macht ja irgendwie sein Ding denn, ne? Was ich noch erwähnen möchte ist, wenn ich mich nicht irre, haben wir jetzt schon über 100 BAT-Mitglieder. Nicht alle aktiv, aber registrierte BAT-Mitglieder, über 100. Ah, oh, das ist wirklich super, ne? Ja, wer hätte das gedacht vor eineinhalb Jahren? Ja, also gut, Bierstübchen gegründet vor eineinhalb Jahren oder einem Jahr. Und wie gesagt, ich wollte eine Community aufbauen, einfach gemütlich zusammen zocken, quatschen, sprechen, Spaß haben und so weiter. Und das hat ja gut funktioniert. Ja. Und Steckenpferd ist halt nun mal Fishing Planet, mittlerweile auch, ja gut, andere Spiele, aber das war halt so das Zugpferd. Ja. Und Tampi hat es ja vorhin angesprochen, ich spiele halt Fishing Planet ein bisschen anders, das heißt, ich bin jetzt nicht so der Goldhunter und Unique, also seltene Fische, sondern ich gehe an meinen Fluss, ich bin mehr der Posenfischer oder See. Natürlich schaue ich mir die Videos von euch an, die Tutorials und das alles, okay, was brauche ich, was benötige ich und ja, beißt ein Fisch ist okay, beißt keiner ist auch okay. Es geht mir da ums Flair, ums Simulieren, ums Zusammensein. Genau. Das ist für mich das Ausschlaggebende an diesem Spiel. Ja. So spiele ich ja auch. Ich spiele es also praktisch wirklich als Simulation. Ups, meine Schnur ist gerissen. als Simulation und nicht irgendwie als ja, wie du schon sagtest, Goldhunter oder unbedingt jetzt. Das und das muss ich jetzt erreichen, levelmäßig. Richtig, genau, so geht es mir ja auch. Und gut, an der Waterfang, du hast es angesprochen, wir sind im Beta-Patch. Genau. Und da finde ich, geht Fishing Planet jetzt echt den richtigen Weg, schon alleine mal mit diesen 3D-Avataren, dass man ja. Jetzt hier sieht. dreht schon einiges zum Flair dabei. Gut, die Animationen sind noch hölzern, aber das ist jetzt mal Nebensache. Aber das trägt schon viel bei. Dazu, einfach zu diesem ganzen Flair drumherum, ja. Also ich muss auch sagen, 3D-Avatar war auf jeden Fall der richtige Schritt. Also es macht auch deutlich mehr Spaß. Wir haben jetzt die letzten drei, vier Tage, haben wir auch einige die Screenshots gesehen. Torogis, du hast ja auch den Screenshot gesehen, ne? Wo wir da wirklich alle zusammenstehen. Wir haben echt Spaß miteinander, auch wenn wir mal so 6, 7 Leute im gleichen Channel sind. Aber ich finde es total entspannt und macht auch echt Spaß, so zusammen rauszufinden, wo jetzt so die besonderen Fische sind, ne, auch gerade am neuen See jetzt hier, an diesem Louisiana,
Also ist echt schon geil, so mit den 3D-Avataren. Ne? Also man sieht wirklich auch den Köder dran, ne? Mit welchem Kunstköder wirft er aus, was hat er da an der Pose dran, wie tief ungefähr, wo wirft er hin, das kann man jetzt alles schön abgucken, sag ich mal, ne? Ist richtig, ja. Ja. Hast du noch irgendwelche negativen Dinge, die du bei Fishing Planet bemängelst? Wenn man mal negativ in dem Sinn, jein. Was mir ganz, ganz extrem fehlt und wie gesagt, das Spiel steht und fällt mit einer Community, sind halt einfach auch die Clubs, dass man Ja, die endlich ja. in-game gründen kann, ja. Weil das, glaube ich, dann auch nochmal ein anderer Zusammenhalt ist und dann dementsprechend kann man dann auch Turniere veranstalten intern, ja. Genau. Oder halt dann auch mal offiziell als BAT mal ein Turnier veranstalten, was ja unser Tampi schon alles eigentlich organisiert hat, jetzt so frei, ja. Was er ja super macht. Aber das fehlt halt in-game noch irgendwo, ja. Das kann man ja weiterspinnen, weißt du? Das wäre ja so super, dass man sagen könnte als Club, man kann sich an den See dann ein Clubhaus mieten, bauen. Da trifft man sich erstmal Quatsch, dann hat man da vielleicht einen kleinen Laden, wo man einkaufen kann. Wisst ihr, wie ich meine? So richtig so. Ja. Das wäre halt echt bombastisch, ja. Sollte Das es wäre nicht richtig geil. irgendwann auch hier, Frankie, hattest du das nicht mal irgendwie gelesen, dass man so einen Caravan irgendwann mal haben soll, so ein Auto, so ein Wohnmobil oder sowas? Ach, da gab's ganz früher mal, das war noch letztes Jahr, sag ich mal, ich glaube, nachdem Michigan rauskam, da gab's mal so ein paar Bilder, die haben sie quasi aus der Engine genommen, weil Ja. das Spiel ist ja im Grunde genommen eigentlich schon viel, viel weiter. Also deren Version, bei denen fahren die ja schon mit Booten, bei dem haben sie ja auch schon ganz andere Sachen. Da, ein Kescher ist ja auch schon, sag ich mal, als 3D-Objekt schon im Spiel. Ja, die haben auch gesagt, dass man später dann auch mit dem Auto fahren muss, zu den Seen. Und also wie das letztendlich, ob das jetzt wirklich so drinnen bleibt, oder so kommt, ist, denke ich mal, noch, ja, also ich sag mal, das Jahr wird auf jeden Fall interessant, was jetzt alles kommt, ne? Da bin ich aber gespannt, wie man von New York jetzt zum Beispiel nach Hamburg mit dem Auto fährt. Ja. Ja, ich denke mal, Ja. dass du von Amerika nach Europa dann fliegen würdest, ne? Also dass du irgendwie einen Flugkosten dann hast oder irgendwie sowas, ne? Wenn dann Ja. Europa auch mal kommt. Also ich bin der Meinung, dass sie sich jetzt erstmal auf wirklich die grundsätzlichen Sachen noch konzentrieren sollten. Und das ist halt erstmal die Avatare, erstmal so ein bisschen der Feinschliff, Ja. Clubs machen. Und dann ist das ja schon mal sehr, sehr positiv. Ja, negativ, was man muss ja sagen, habt ihr ja auch mitbekommen, ich habe ja dann so ein bisschen das Fischen eingestellt, weil das halt einfach dieses Spot-Grinden mir halt tierisch auf den Sack ging. Haben wir auch. Das ist halt dann nicht mehr gemütlich zusammenhocken, sondern es ist halt doof. Ja, der Fisch ist von 12 bis 14 Uhr da, mit ihm und den Köder halt rein und dann hast du immer hundertprozentig drei, vier Goldfische, ja, oder fünf, ja. Und dieses Gegrinde ging mir halt ein bisschen auf den Sack. Ja. Aber es soll ja mit dem Beta-Patch, laut deinen Informationen, jetzt ja nicht mehr so sein, dass es so Spots gibt, sondern dass die Fische jetzt wirklich simuliert werden in der Hinsicht. Also das ist, Ja. das haben wir hauptsächlich jetzt mitbekommen bei den Anfängerseen, ne? Also hier in Texas zum Beispiel, finde ich, gibt es jetzt nicht mehr so wirklich so feste Spots. Mudwater ist auch geändert worden und New York. Aber bei den späteren Seen, das haben die aber auch gesagt, dass noch nicht alle Seen überarbeitet sind, ne? Also das wird ja bei den anderen Seen dann auch noch mit angepasst. Ja, mal gucken, also ich denke mal, das wird sich immer weiterentwickeln. Alleine auch, ja, das mit den Spots, dass das komplett raus ist, sag ich mal. Weil momentan, wenn du auf die höheren Seen gehst, dann hast du schon noch irgendwie Spots. Du kannst ja zwar an mehreren Spots die Fische fangen. Teilweise hast du auch, wenn das Wetter sich ändert, dass die halt die Position ändern, ne? Ja, gut, aber das wird, denke ich mal, das ist auch eine Mammutaufgabe, denke ich mal, in dem Spiel, ne? Naja, Das auf jeden Fall. wieder rauszukriegen. Ja, weil jeder ist es jetzt gewohnt, ne? Du fährst jetzt da und dahin, du weißt genau, okay, da ist jetzt zum Beispiel der Maski-Spot oder der Hack-Spot. Dann Ja. gehst du erstmal dahin und versuchst es natürlich da, ist klar. So, ich würde es auch geil erfinden, wenn man an den See rankommt. Als Realangler mache ich das auch. Ich komme an ein unbekanntes Gewässer, gucke mir das Gewässer an, okay, da könnte eventuell ein Hack stehen, und weil da ein Schilfgürtel ist oder so. Bei den Seerosenfeld könnte man. Schleie oder Karpfen erwarten, so dass man da wirklich rangeht an den See hier und sagt, okay, da könnte der und der Fisch stehen, den möchte ich gerne angeln, und versuchst es dann halt mit verschiedenen Ködern und verschiedenen ja, Tiefen. Also ich denke auch mal, dass nächste Woche, wenn die Beta vorbei ist und das dann live geht hier, der Patch,
dass die dann auch nochmal eine Roadmap vielleicht machen, weißt du? Das einfach nochmal so zur Übersicht. Wie sieht es momentan aus? Wie ist der Stand der Dinge? Was ist jetzt als nächstes geplant? Und dann hat man wieder ein paar Anhaltspunkte, sag ich mal, ne? Ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, es war ja kurz mal so ein bisschen Flaute mit Kommunikation zwischen Team Fishing Blended und Community. Wobei ich auch erwähnen möchte, dass da das Fishing Blended Team, also zu uns gegenüber BAT, Bierstübchen, Anglertreff und so weiter, sehr, sehr fair und kommunikativ war. Also auch mit den ja, Giveaways, die wir bekommen haben oder halt auch die DLCs, die wir dann in unseren Turnieren verlosen konnten. Also das muss ich schon auch sagen. Echt super, weil das sind ja auch irgendwo Werte, ja, das ist ja für die auch Geld. Ja, klar. Richtig, ja, klar. Und dass sie uns das einfach so zur Verfügung immer gestellt haben, wenn Tampi angefragt hat, also muss man auch sagen, ist klasse von denen, ja. Aber ich freue mich auf die Zukunft. Ja, ich bin auch gespannt, was dieses Jahr alles noch, was das Spiel noch bringt. Also ganz besonders freue ich mich auch auf das Nachtangeln. Oh ja. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Das soll ja wirklich so laut der letzten Roadmap so mit als nächstes kommen. Ja, mal gucken. Also da, das freut mich auch schon. Alter, hier springen die Fische ohne Ende aus dem Wasser. Ja? Ja. Also sobald ihr irgendwie eine Angel reinwerft oder so, dann sehe ich irgendwie einen Fisch hochspringen. Muss ich auch mal drauf achten jetzt. Ja. Ja, das Flair ist schon schön gemacht, das muss ich ehrlich sagen. Ja, die Grafik haben sie jetzt auch noch mal ein bisschen verbessert, ne? Auch noch mal ein bisschen schicker jetzt auch so ein paar Grafikoptionen noch mit eingebaut. Aber wie Ja, gesagt, es, und ja. für Leute, die das noch nicht wissen, es gab ja jetzt die letzten 2 Tage 2 Patches und jetzt kann man die Namen deutlich erkennen. Genau. Die sind jetzt halt nicht mehr irgendwie hinter den Grafiken verschwunden. Genau. Und ja, auch was mit dem Wasser. Frankie sagt es irgendwas mit Wasser. Turbulenzen oder sowas, irgendwas. Ja, also wenn jetzt halt Leute nebeneinander stehen, dann ist das manchmal so, dass die Rute sich so ein bisschen schlängelt. Da haben die wohl dran gearbeitet, dass wenn man auswirft, dass das so eine Schlangenlinie irgendwie so ist und man erstmal ein bisschen 5 Meter einkurbeln muss, damit das wieder auf Spannung ist. Das ist sowieso auch noch so ein bisschen das Problem, auch bei Posefischen, dass es so durchhängt, ne? So, wie so eine Schlaufe so, ne? Ja, richtig. Man muss halt immer leicht antippen, damit man die auf Spannung halten kann. Und was auch noch gepatcht ist hier mit dem Personal Record, ne? Also wenn du jetzt einen Fisch fängst und danach fängst du einen Fisch, der ist ein paar Gramm schwerer als der vorige, dann wird dir angezeigt oben im Fenster neuer persönlicher Rekord, ne? Das ist auch ganz Oh. cool, cooles Feature. Ja, das ist alles schön. Ja, spornen einfach Ja. mal ein bisschen an. Was auch geil wäre, wenn sie das global einblenden würden. So, du Genau. fängst jetzt wirklich einen großen Unit oder so, was jetzt von der Rangliste Nummer 1 ist. Dass das Genau. denn jeder halt, der gerade angelt an dem See, zu sehen ist halt. Ne? Der und der Angler hat jetzt den und den Rekordfisch gefangen. Ja, das wäre auch geil. So Ja, wie aber dann hast du halt man. irgendwann mal alles voller Meldungen, weißt Ja. du? Das ganze Bildschirm nur voll mit der hat das, der hat dies, der hat das. Oh. Ja. Ja. Aber das müsste halt eine Option geben, wo man sagt, ich schalte es halt einfach ab, weil es mich nicht interessiert. Ja. Oder nur von Freunden oder so. Ja, zeig es mir halt oder wie. Aber das muss man mal gucken, was kommt. Ja. Ja, hast du noch irgendwelche Wünsche, Toro, was man hier eventuell einbinden könnte in dem Spiel, Ja, was dir besonders am Herzen liegt, so? was ich schon gesagt habe, wichtig wären mir jetzt erstmal die Clubs. Ja? Ja. Und wie gesagt, hier noch ein bisschen Feinschliff an den 3D-Avataren. Und dass halt die Seen überarbeiten. Was ich gut finde, ist halt, wie gesagt, dass es jetzt keine Spots mehr gibt, sondern wirklich simuliert werden. Dass die Seen recht zügig überarbeitet werden. Auch das Bezahlmodell jetzt das neue, ja. Ja. Finde ich Das. persönlich eigentlich so in Ordnung. Ja? Dass man halt auch wirklich Gold oder wie heißt es jetzt? Bait Coins heißt das jetzt. Bitcoins halt wirklich nur noch über Turniere oder sowas verdienen kann. Ja? Ja. Finde ich wirklich okay Also so. die haben auch gesagt, es soll in Zukunft dann auch ganz seltene Fische geben, wo man dann doch nochmal ab und zu ein Bitcoin bekommen kann. Also das wollen die noch in Zukunft mit einfügen. Ich denke mal, die werden dann wahrscheinlich auch in irgendwie dann gekennzeichnet oder irgendwie so. Also, aber das soll es noch zusätzlich geben, ne? Aber jetzt wirklich nicht bei den Unix, sondern wirklich noch bei selteneren Fischen, ne? Ja, das ist ja okay, ja. Ja. Das ist okay. Also, da hat man ja schon einiges gelesen von manchen Leuten, so,
Jetzt muss ich hier auch noch bezahlen, wenn ich die Zeit vordrehen will. Ja, ja. Oder Premium. Ja, weil. Ich sag mal, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen in der Hinsicht. Das muss man auch mal überlegen, weil bisher war das Spiel halt wirklich ultra fair. Und die haben wirklich nur durch die DLCs oder weil einige sich einen Premium-Account gekauft haben, haben die halt Geld verdient. Und jetzt haben die das halt mal ein bisschen verschärft. Teilweise war es auch abzusehen, dass das irgendwann passiert. Gut, ist ja für die besser, wenn es früher passiert. Und ich denke mal, die werden das auch noch ein bisschen anpassen jetzt, dass es nicht ganz so ist jetzt wie in der Beta, dass es halt sehr, sehr schwer ist, ins Plus zu kommen. Das hatten die auch damals geschrieben, wo die uns den Beta-Zugang gegeben haben, dass die hier noch eine Menge balancen wollen, ne? Ja, sollten ja. Wir auch immer erwähnen, ne? Wenn genau. Wir Videos machen. Also, das wollte ich auch noch ansprechen wegen den Kosten, weil es ist halt schwierig als Anfänger, die Reisekosten einzudenken. Da sollten sie vielleicht noch dran schrauben, dass man die ein bisschen senkt. Ja. Weil wenn ich jetzt an den Mudwater River reise, ja. Das ist schweineteuer, ja. Das kann ich ja nie einholen als Anfänger. Ich habe einen 10-Kilo-Kescher hier, ja. Ja, und du kriegst halt, wenn du vorspurst, musst du 500 bezahlen und du verdienst ja nicht mal am Tag mit dem 10-Kilo-Kescher 500, sag ich jetzt mal. Richtig. Und das müssen sie halt wirklich noch balancen. Ja. Ja. Aber ich denke mal. Aber ich sag jetzt mal wegen der Zeit vorspulen und den Kosten. Ja. Ist ja auch meiner Meinung nach wieder ein bisschen mehr ein richtiger Schritt in die Simulation, weil ich, mein Tampi ist ein Real-Life-Angler. Frankie, du gehst auch öfters angeln, denke ich mal. Ja. So, da setzt man sich halt auch 6 Uhr morgens an den Fluss und dann ist man halt den ganzen Tag da. Ja. Ja. Genau. Und so ist es da auch. Ich meine, ich habe das dann bei Water River auch gemacht. Gut, ich könnte jetzt einmal vorspulen, das hebe ich mir aber auf. Mhm. Und habe halt dann wirklich ganz knallhart von 6 Uhr morgens bis nachts um 12 die Route da reingehalten, ja, und war froh über jeden Fisch, den ich gefangen habe. Und dann fängt man aber auch das Aussortieren an. Das finde ich auch genial, weil ich habe dann nur die Trophyfische behalten. Ja, ja klar. Und wenn der Cash halt voll war, dann habe ich vorgespult erst. Dann musste ja. Ja, ja, klar. Weil du willst ja Geld verdienen. Ja. Und das finde ich ist auch der richtige Schritt dann in zur Simulation hin, ja. Weil ich denke mal, wenn du jetzt einen Beifang hast in echt, dann schaust du den auch und sagst, na komm, Fischi, schleicht die, ich schau noch was Größerem, ja. Mhm. Also ich finde das nicht verkehrt so. Ja? Nö. Die ganzen Meckerer immer, naja, das geht mir halt auch ein bisschen am Senkel, dass man wie gesagt, gemault wird. Guck mal, man muss ja auch mal so sehen, wenn jetzt wirklich weiterhin nur durch die DLCs das Geld eingenommen werden würde und die keine neuen Leute großartig einstellen können, die da mitprogrammieren, weil man muss ja auch mal so sehen, jetzt nehmen sie dann ein bisschen mehr Geld ein, aber dafür geht die Programmierung wahrscheinlich auch schneller voran. Ne, weil sie halt dann wieder wirklich 1, 2, 3 Leute mehr einstellen können und somit schneller mit dem Programmieren fertig werden. Also kein Unternehmen in Real kann sich über Wasser halten, wenn sie keine Einnahmen hat. Ja, genau. Ich meine, die haben angefangen mit einem Free-to-Play-Spiel, ist auch alles in Ordnung, dann fängt irgendwann langsam an. Ja, du kannst dir DLCs kaufen, bessere Routen zu bekommen oder vielleicht schon Routen zu haben, die dein Level halt noch nicht kaufbar sind im Spiel. Ja, also ich finde es völlig in Ordnung. Wer was dafür ausgeben möchte, um halt mehr zu bekommen, der soll es halt machen. Ja, genau. Richtig, ja. Sehe ich auch so. Und wer nicht, der soll halt so machen. Dann hat jedes Rundmeckern anfangen, ja. Also ich denke mal auch, dass sie das so balancen werden, dass das vernünftig spielbar ist. Also ich, ne, also wie gesagt, da wird alles mal bis Montag mal gucken. Montag wissen wir mehr. Wir haben jetzt auch keine näheren Details, wie der Umrechnungskurs ist oder sonst irgendwas. Da können wir euch leider nicht weiterhelfen. Da haben wir keine Informationen zu. Das wird man Montag dann alles sehen. Montag wie gesagt, ist ja praktisch der Zeitpunkt, wann das Video auch online kommt. Das Video kommt am Montag raus, dann wissen wir alle mehr. Und vorher ist das alles nur ein bisschen spekulieren und erstmal gucken. Spekulatius, genau. Die Route in unbekannte Gewässer halten. Genau. Ja, Toro, ich bedanke mich, dass du bei uns warst in dieser Runde. Und ja. Ja, Frankie, Toro. Hast du noch was? Auch nochmal danke an dich, dass du nochmal als Bierstübchen-Admin hier nochmal auch was dazu gesagt hast zu dem Spiel. Als Oberhaupt, als Häuptling. Als Häuptling. Ja, ne, ich hab sonst auch erstmal nichts weiter zu sagen. Hast du noch irgendwas zu sagen, Toro? Irgendwas? Nee, nicht wirklich. Außer euch beiden, danke für dieses Format. Echt klasse Idee von euch. Finde ich super. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne.
Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, nächste Woche. Genau. Und sag mal, moin moin. Moin moin. Servus.